Heute hat sich eine Entwicklung gezeigt bei den sogenannten Kapitalmarktzinsen, also den Anleiherenditen, die aus meiner Sicht auch für die Aktienmärkte extrem relevant werden, denn wir haben relativ maue, ziemlich schwache US-Konjunkturdaten gesehen und normalerweise fallen dann die Renditen, weil man sich sagt, naja, schwache Konjunkturdaten heißt, Zinsen werden vielleicht nicht mehr steigen oder sogar irgendwann fallen, also fallen die Renditen, steigen die Anleihekurse. Aber heute ist das Gegenteil passiert. Wir sehen einen konstanten Hochlauf der Anleiherenditen und da stellt sich die Frage, warum ist das so, trotz dieser schwachen Daten? Und dafür gibt es eine Erklärung, meine Damen und Herren. Und warum das für die Aktienmärkte wichtig ist, das versuche ich in diesem Video Ihnen zur Kenntnis zu bringen. Schauen wir uns zunächst mal die Daten an. Wir hatten die JOLs, die Job Openings, schlechtestes Niveau, niedrigstes Niveau seit April 2021. Wir sehen also erste Cracks, erste Risse am Arbeitsmarkt. Wir sehen zwar auch so wenig Entlassungen wie seit Ende letzten Jahres nicht mehr, aber wir sehen eben auch, dass die Neueinstellungen so gering sind wie seit Februar 2021 nicht mehr. Die JOLs jetzt bei 9,582 Millionen, etwas unter der Erwartung. Aber wie gesagt, schaut man sich die Daten genauer an, dann sieht man, dass das weniger hübsch ist. Hires and Quits, also praktisch Entlassungen oder Leute, die ihren Job verlassen, das ist auch sehr wichtig. Das heißt, weil sie davon ausgehen, wenn sie ihren Job verlassen, dass sie woanders einen besseren, besser bezahlten kriegen. Auch das nimmt ab. Die Leute werden also offenkundig vorsichtiger, die kündigen nicht mehr so schnell, das waren also die JOLs und dann hatten wir den ISM Einkaufsmanager Index für Gewerbe 46,4, schwächer als erwartet, nicht dramatisch schwächer, aber nach wie vor Kontraktion. Wir sind jetzt seit dem November letzten Jahres jeden Monat geschrumpft. Alle Werte unter 50 heißen Schrumpfung zum Vormonat und vor allem die Komponente Beschäftigung, und da sind wir wieder beim Arbeitsmarkt, mit 44,4 so schwach wie seit langer Zeit nicht mehr. Das ist der schwächste Wert, was die Unterkomponente Beschäftigung betrifft, wie seit den Lockdowns nicht mehr. Also wir sehen, da kommt langsam was am Arbeitsmarkt. Am Donnerstag bekommen wir die Erstanträge, bekommen dann morgen die ADP, den ADP-Arbeitsmarktbericht und dann vor allem am Freitag die großen Arbeitsmarktdaten. Das wird sehr, sehr wichtig. Und jetzt ist ja immer die Rede von diesem Soft Landing oder gar kein Landing in den USA, aber normalerweise, die letzten drei Male, als der ISM Index Manufacturing so tief war, waren wir in einer Rezession oder kurz vor einer Rezession. Diesmal ist alles anders, erzählt man uns. Ja, okay, jetzt könnte man sagen, naja, die Bedeutung dieses Manufacturing-Bereiches, also des Gewerbes, hat in den USA konstant abgenommen, liegt jetzt nur noch so etwas über 11%. Deswegen, weil der Dienstleistungssektor so, so wichtig ist und so dominant ist, ist die Wirtschaft in den USA offiziell noch nicht in einer Rezession. Aber jetzt kommen wir zu diesem Anleihethema, ergo die Kapitalmarktzinsen, und wir sehen hier 4,5%, so waren wir vorhin, als ich jetzt noch hier schnell den letzten Blick auf den Monitor geworfen hatte bei den Anleiherenditen. Da sind wir 9 Basispunkte gestiegen, also über diese von mir schon öfter thematisierte magische 4%-Marke deutlich drüber. Wir sehen die dreimonatigen Staatsanleihen jetzt weit, weit über der 5%-Marke. Das heißt, wenn ich drei Monate irgendwo Geld parke, dann bekomme ich auf safe, auf sicher, locker meine 5%. Jetzt sagen, oder haben viele natürlich gesagt, ja, bei Aktienmärkten, da verdopple ich meinen Einsatz, indem ich irgendwelchen Junk kaufe, irgendwelche Aktien, Meme-Aktien oder so, oder eben eine Apple oder irgendwas auch da. Mache ich tolle Gewinne, aber vielleicht endet das irgendwann und dann wird natürlich so eine Rendite von über 5% für eine risikofreie Anlage natürlich interessant. Das heißt, wir hatten ja noch, als die Fed die Zinsen auf Null gesenkt hatte, da gab es wirklich dieses Prinzip Tina, there is no alternative zu Aktien. Jetzt haben wir sehr viele Alternativen zu Aktien und da könnte sich eine Entwicklung abzeichnen, die hochspannend wird. Schauen wir uns zunächst nochmal die Daten an. Wir hatten auch die Bauausgaben, Construction Spending, schlechter als erwartet, ISM schlechter als erwartet, selbst die Prices Paid, also die bezahlten Preise, waren tiefer als erwartet. Normalerweise reagieren dann die Anleiherenditen auf so etwas mit fallenden Anleiherenditen und nicht steigenden Anleiherenditen. Die JOLs auch schwächer als erwartet. Und hier nochmal in Sachen Rezession, wir sehen die Cardboard Box Sales, also das, was an Kartons an den Großhandel verkauft wird, das ist, oder vom Großhandel verkauft wird, das schrumpft konstant. Und darüber werden ja Waren transportiert, werden Einkäufe von Amazon oder bei Amazon praktisch verpackt. Also das ist schon ein guter Indikator
und der schreit eigentlich Rezession. Deswegen wundert mich diese Gewissheit der vielen Analysten, die sagen, ach nee, Rezession kommt nicht, das ist wahrscheinlich kurz davor. Auch wenn diese Daten, wenn viele Wirtschaftsdaten noch optisch hübsch sind. Aber jetzt zum entscheidenden Punkt, meine Damen und Herren. Warum steigen die Anleiherenditen, was unlogisch ist angesichts der Daten, die wir heute gesehen haben? Und die Antwort ist, weil wir einen Schuldentsunami sehen in den USA. Und zwar werden die Amerikaner jetzt Anleihen emittieren zwischen Juli und September von $1 Billion. Eine Billion und dann werden zwischen Oktober und Dezember in diesem Quartal nochmal über 800 Milliarden dazukommen, genauer gesagt 852 Milliarden. In der Summe werden die Amerikaner also innerhalb eines nicht mal eines halben Jahres 1,85 Billionen an neuen Schulden aufnehmen. Das tun sie über die Emission von Anleihen. Damit muss jemand diese Anleihen kaufen. Es braucht also Käufer und weil man in Sorge ist offenkundig oder hier diese Anleiheemissionen Käufer finden müssen, steigen die Renditen, wo viel Angebot ist, sinkt der Preis, mithin fallen also die Kurse der Anleihemärkte oder die Anleihekurse fallen, die Renditen steigen. Für diejenigen, die nicht im Thema sind, klingt ein bisschen seltsam, ist aber furchtbar logisch. Jedenfalls sehen wir das eben jetzt aufgrund dieses Tsunamis an neuen Schulden. Erstens eine Liquiditätskonkurrenz für die Aktienmärkte entsteht, zweitens latent und tendenziell die Renditen weiter steigen, sodass dann auch eine Renditekonkurrenz für die Aktienmärkte entsteht. Und das ist aus meiner Sicht der Trigger, der für eine deutliche und heftige Korrektur der Aktienmärkte sprechen könnte. Hier sehen wir das nochmal, $1,8 Billion. Die Amerikaner haben 209 Jahre gebraucht, um ihre ersten $1,8 Billion an Schulden zu machen. Hier unten sehen wir die Grafik. Die Daten basieren ja auf dem Budget Office des Kongresses, sind also hochoffiziell. Mein Kollege Hannes Zipfel hat das hier nochmal wunderbar zusammengefasst. Also 1,8 Billionen werden die Amerikaner mal eben bis Jahresende an Schulden aufnehmen. Jetzt gucken wir uns mal an. Es gibt auf der ganzen Welt nur 10 Länder, die ein BIP von 1,8 Billionen haben, nämlich Südkorea, Kanada, Italien, Frankreich, Indien, UK, Deutschland, Japan, China und die Vereinigte Staaten. Die Russen sind knapp dran. Alles andere hat weniger Wirtschaftsleistung als das, was die Amerikaner mal eben in 5 Monaten an neuen Schulden aufnehmen. Das muss man sich mal vorstellen. Und diese Schulden müssen gekauft werden. Und wo viel Angebot ist, wie gesagt, da steigen die Renditen. Und deswegen steigen heute die Renditen. Hier sehen wir mal, dass auch die Charts irgendwie suggerieren, dass da was im Busch ist. TLT, das ist ein ETF auf länger laufende US-Staatsanleihen, scheint nach unten durchzubrechen. Heißt, Kurse fallen, Anleiherenditen steigen. Hier sehen wir mal, die Rendite unten der 30-jährigen US-Staatsanleihe scheint aus dieser Zone nach oben auszubrechen, sieht also auch charttechnisch bullisch aus. Und bislang haben es ja die Aktienmärkte geschafft, sich von dieser Entwicklung total abzukoppeln. Jahrelang war eigentlich das Prinzip, steigende Renditen ist tendenziell fallende Aktienmärkte, eben weil mit steigenden Renditen eine Alternative zu den Aktienmärkten da ist oder weil man sich dann eben woanders auch mal umtun kann. Und wir sehen diese Divergenz zwischen dem Nasdaq etwa und dem TNX, also diesem ETF auf länger laufende Staatsanleihen. Normal läuft das parallel. Rechts sehen wir den S&P 500 in Relation zur Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, respektive dem Kurs, genauer gesagt nicht der Rendite. Also die Renditen sind gestiegen, die Aktienmärkte sind auch gestiegen. Wie lange geht das noch gut? Irgendwann ist wahrscheinlich das Seil so überspannt, dass die Aktienmärkte dann diese Riesenlücke schließen müssen, weil schlichtweg eben Liquiditäts- und Renditekonkurrenz immer stärker wird. Und jetzt hat mit Tom Lee eigentlich ein Dauerbulle sogar gesagt, August könnte ein bisschen schwierig werden. Und das von einem Dauerbullen, und der könnte hier vielleicht auch einen Punkt insofern haben. Wir bekommen ja am 10. August, also nächste Woche, tendenziell Ende nächster Woche, Donnerstag müsste das sein, wenn ich das richtig sehe. Was haben wir heute? Den ersten, Donnerstag, genau. Und da sehen wir, dass jetzt der Ölpreis deutlich gestiegen ist. Wir sehen, Gasoline Prices sind 6,5% gestiegen. Das ist der größte Anstieg seit Januar. Und jetzt sagen JP Morgan und Nomura auch, also wenn der Ölpreis hier weiter steigt, dann könnte die Fed auch die Zinsen weiter anheben müssen. Und das würde bedeuten, dass die Renditen dann noch weiter steigen. Hier sehen wir mal eine Rechnung von Jim Bianco, der sagt, okay,
In den letzten 8 Tagen ist der Benzinpreis um 18 Cent gestiegen, das sind 5,1%. Jetzt macht Gasoline, also Benzin, ist 3,4% des CPI, also der Inflation in den USA. Wenn wir jetzt 3,4 mal 5,1% nehmen, dann kommt er auf einen Anstieg der Inflation von 0,17% alleine durch die Spritpreisanstiege, wenn das auch so bleibt oder wenn jetzt der Preis nicht fällt. Das bedeutet, wir haben hier durch die Energiekosten wahrscheinlich eine wieder steigende Inflation, die die Fed eben dann wieder in die Situation bringt. Die Inflation geht wieder nach oben und vor allem ist eben auch sind die Benzinpreise in den USA sehr wichtig für die Inflationserwartungen der Amerikaner, und Erwartungen schaffen Fakten. Wenn man etwas erwartet, weil man eben davon ausgeht, es passiert, dann passiert es auch tendenziell, self-fulfilling prophecy. Und ja, es ist schon so, wenn die Inflationswahrnehmung hängt eben auch sehr stark an den Benzinpreisen, weil das irgendwo an der Tafel steht, das ist sichtbar, das kann man vergleichen. Kommen wir jetzt nochmal zu den Aktienmärkten, da sehen wir, dass der Nasdaq den Dow so stark outperformt hat wie noch nie in den ersten 7 Monaten des Jahres. Was aber passiert bei steigenden Renditen? Hier sehen wir meistens, ist dann ein so starker Auftakt in ein Jahr auch positiv für das Restjahr. Ausnahme war 2021, aber insgesamt eben sehr viel Optimismus. Ich hatte diese Grafiken schon gesagt, Citigroup, Piper Sandler, alle heben die Kursziele an. Oppenheimer hat jetzt das höchste Kursziel bei 4.900 Punkten für das Jahresende. Also wir sehen einen ganzen Chorus jetzt an bullischer Kurszielanhebung in diesem Umfeld, wo wir eigentlich saisonal jetzt eine schwierige Zeit haben. Erstens, weil im August untere Grafik meistens Gelder eher abgezogen werden aus den Aktienmärkten als reingepumpt werden. Das ist der schwächste Monat, was Liquidität betrifft für die Aktienmärkte. Und wenn wir schon 17,5 oder mehr als 17,5% gestiegen sind, so die Historie, in den August hinein, dann ist nur 3 von 11 Mal ging es dann weiter nach oben. Durchschnittlich ist der Markt dann, der S&P 500, dann 1,1% gefallen. Kommen wir nochmal nach Germania, wo wir ja auch so unsere Themen mit der Wirtschaft haben. Und wie Hans-Werner Sinn heute aus meiner Sicht völlig richtig gesagt hat, das Verbrennerverbot ist kontraproduktiv, weil wir letztendlich dadurch einen immer höheren Strombedarf haben, den werden wir nicht durch Wind und Solar alleine decken können. Also müssen wir Braunkohle hochfahren. Letztendlich kaufen die anderen halt das Öl oder kaufen die fossilen Brennstoffe und nicht wir. Und dementsprechend zeigt es auch, wenn Habeck etwa, aber auch die Medien die Wahl hätten, Ulrike Herrmann oder eben Hans-Werner Sinn sich als Berater hinzuzulegen, dann würde ich wetten, dass er die Ulrike Herrmann nehmen würde, die ja bekanntlich in den Medien immer wieder auftaucht und allen Ernstes sagt, ja, Fliegen ist nicht mehr, Autofahren ist nicht mehr und wir brauchen so eine Art Kriegswirtschaft wie in den 40er Jahren der Briten. Das ist dann sozusagen so ein bisschen mit Zwang verbunden, aber mein Gott, ist halt Planwirtschaft, aber muss halt sein, weil morgen geht ja die Welt unter. Dabei ist es so, dass die Chinesen bis über 2060 massiv ihren CO2-Ausstoß weiter anheben werden. Man hat jetzt zum Beispiel neue Kohlekraftwerke wieder gebilligt oder genehmigt. Man hat neue Stahlfirmen jetzt hochgezogen, die mit Kohleenergie letztendlich betrieben werden. Alleine das, was jetzt genehmigt wurde, innerhalb von wenigen Wochen, ist mehr als die Niederlande in einem ganzen Jahr an CO2 ausstoßen wird. Also die Relationen sind einfach verschoben. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann sehen wir mal hier, es wird ja viel berichtet, die Welt brennt. Jetzt die Herrschaften von der letzten Generation, die sich am Brenner angeklebt haben, haben gesagt, Italien brennt. Ja, natürlich gibt es da Brände, gar keine Frage. Und Klimawandel ist ein Thema, auch das soll klar gesagt sein. Aber hier sehen wir mal die Brände, die durch Satelliten der NASA erfasst werden. Wir sehen einen klaren Rückgang in der Tendenz. Also es ist nicht so, dass die Welt jetzt brennt, was vorher nicht der Fall gewesen ist. Hier sehen wir links die faktischen Feuer und rechts sehen wir mal die mediale Berichterstattung. Die hat sich verfünffacht, obwohl das Problem faktisch laut Satellitendaten viel kleiner geworden ist. Also das zeigt so ein bisschen diese Wahrnehmung, die hier aus dem Ruder läuft. Und so ist es kein Wunder, dass zum Beispiel jetzt
Unternehmen Probleme haben, so wie BMW, heute die Aktie gefallen. Man spricht hier von Headwinds, man hat Kostendruck, man hat Probleme in der Herstellung, nach wie vor Lieferketten, man hat höhere Kosten, Inflation, jetzt kommt Tesla und senkt die Preise, weil sie Stückzahlen irgendwie produzieren wollen. Also BMW hat so ein bisschen heute die Stimmung auch beim DAX verdorben, der heute unter Druck gekommen ist, wie Sie hier sehen, und dazu beigetragen haben auch Aussagen aus dem Maschinenbau. Aufträge brechen ein, 15% Rückgang der Aufträge im Juni. Also es geht immer weiter bergab, hat man das Gefühl. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung von meinem Kollegen Wolfgang Müller. Geht der Weg des größten Schmerzes, der Weg, oder gehen die Börsen jetzt den Weg des größten Schmerzes? So muss es heißen, meine Damen und Herren. Hervorragender Artikel, der das auf den Punkt bringt. Zweite Empfehlung und dritte und letzte Empfehlung. Der nächste große Wall Street Bulle hebt das Kursziel an. Der Bullenmarkt wird sich bis ins Jahr 2024 fortsetzen. Mal sehen, ob ich mit dieser These, die ich Ihnen, mit diesen Zusammenhängen, die ich Ihnen dargestellt habe, recht habe. Dann wäre das auf jeden Fall falsch. Aber dennoch würde ich es mal empfehlen, sich die Begründung hier anzusehen. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.